Was ist eine Moll-Subdominante? Als Subdominante bezeichnet man den Akkord, der auf der vierten Stufe einer Tonleiter steht. Nehmen wir zum Beispiel die G-Dur-Tonleiter. Der vierte Ton ist ein C. Wenn wir auf dem C nun einen Dreiklang aus den Tönen, die in der Tonleiter enthalten sind, aufbauen, entsteht der Akkord C-Dur. Die Subdominante ist in jeder Dur-Tonart grundsätzlich ein Dur-Akkord. Im Kontext einer Akkordverbindung kann die Subdominante zum Beispiel so verwendet werden. Um nun einen kleinen Twist in die Sache zu bringen, kann man die vierte Stufe in einen Moll-Akkord verwandeln. Hier also in C-Moll. Das ist also die Moll-Subdominante und mit ihr klingt das Ganze sofort etwas melancholischer. Das Prinzip des Geschlechtswandels von Akkorden heißt übrigens Modal Interchange und in diesem Video gibt's noch mehr Infos und Songbeispiele dazu.